My style is impetuous, my defense is impregnable, and I'm just ferocious. I want your heart, I want to eat his children. Praise be to Allah. Mike Tyson war einst eine der gefürchtetsten Killermaschinen im gesamten Boxen. Und mit seinem spektakulären Boxstil schickt er einen Gegner nach den anderen schlafen. Es ging sogar so weit, dass er schon bevor der Kampf angefangen hat, seine Gegner brechen konnte und sie schon dort den Willen zu gewinnen verloren hatten, da seine Aura so zerstörerisch war. Und kein Wunder, sein Boxstil war einfach brillant und mit seiner brachialen Knockout-Power konnte er den Kampf in jeder Sekunde beenden. Doch obwohl er so erfolgreich im Boxring war, war sein privates Leben voller Niederschläge und Schattenseiten, die ihn zu der Person machten, die er heute ist. Und damit wir das besser verstehen können, habe ich im heutigen Video 10 Fakten über Mike Tyson vorbereitet, die mich sogar selbst vom Hocker gehauen haben. Also Freunde, bleibt bis zum Ende dran und ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. I just never had to worry about nobody ever bullying me again. I knew that would never happen again. Cause I knew I would fucking kill them if they fucked with me. Ein Fakt, den viele nicht kennen, ist, dass Mike Tyson als Kind richtig krass gemobbt wurde, was man sich heutzutage bei ihm kaum vorstellen konnte. So trug Mike Tyson eine dicke Brille, lispelte und war etwas dicker als die anderen Jungs auf seiner Schule, was ihn zu einem leichten Zielobjekt machte. Und als das Mobbing immer mehr zunahm, zog er sich immer mehr zurück und wurde auf der Straße immer aktiver. So drehte sich der Spieß nun um und Mike Tyson war die Person, die den anderen Schaden zufügte. Denn als er sich einmal gegen einen Jungen, der ihn ärgerte, wehrte und ihn ausnockte, erkannte er, was für eine Kraft er in seinem Körper hatte und ließ sich ab dem Zeitpunkt nie wieder von irgendjemandem unterkriegen. Als Mike 14 war, lernte er Kasdi Imato kennen, eine Person, die ab dem Zeitpunkt sein Leben komplett verändern wird. So nahm Kas Mike wie seinen eigenen Sohn auf und trug unter anderem dazu bei, dass sein Schützling der jüngste Schwergewichtschampion der Welt werden konnte. Und höchstwahrscheinlich wäre Mike Tyson nie so weit gekommen, hätte er Kasdi Imato nicht kennengelernt. Doch als Kas am 4. November 1985 an einer Lungenentzündung gestorben ist, verlor Mike Tyson seinen wichtigsten Anhaltspunkt und gleichzeitig die Vaterfigur in seinem Leben. So fing Tyson dann an, sich nicht mehr voll und ganz aufs Boxen zu konzentrieren und machte immer mehr Partys, lenkte sich mit vielen Frauen ab, gab sein Geld für unnötige Scheiße aus. Junge, er hat sich einfach einen weißen Tiger geholt. Und das ist auch wirklich kein Wunder, wenn man mit Anfang 20 zu einem der bestverdiensten Menschen auf dem Planeten gehört. Schreibt mir mal auf jeden Fall rein, was ihr mit dem ganzen Geld gemacht hättet. 1992, am Höhepunkt seiner Karriere, wurde er zu 6 Jahren Haft verurteilt, da er angeblich seine damalige Freundin Desiree Washington in einem Hotelzimmer vergewaltigt haben soll. Bis heute bestreitet er, dass er sowas derartiges gemacht hat und nur die beiden wissen, was wirklich in dieser Nacht passiert ist. Mike Tyson was the only person I can remember being a millionaire, just being like a real brother. Mike Tyson war einer der besten Kollegen von Rapper Tupac. So lernten sie sich erstmals auf einer Party kennen, wo Tupac als Künstler auftrat, hatten danach sehr lange keinen Kontakt mehr, doch als Mike Tyson 1992 hinter Gitter wanderte, besuchte Tupac ihn im Knast und die beiden wurden richtig enge miteinander. Und nachdem Mike Tyson dann am 7. September Bruce Seldon in der ersten Runde schlafend schickte, war Tupac bei dem Ereignis dabei und die beiden wollten sich eigentlich bei der Aftershow-Party wieder treffen. Doch auf dem Weg dorthin wurde Tupac kaltblütig erschossen. Es ist, glaube ich, jedem bekannt, dass Mike Tyson richtige Drogenprobleme hat. So nahm er das erste Mal Kokain, als er 11 Jahre alt war, sagte auch, dass er zum Ende seiner Karriere in vielen Fights einfach richtig high war. Was einfach traurig ist und ich will mir wirklich nicht vorstellen, was ein sauberer Mike Tyson im Boxen gerissen hätte. Also wenn ich ehrlich bin, erinnert mich das ein bisschen an einen gewissen Mr. Jones in der UFC. Steckt ihn in eine Zwangsjacke! Steck deine Mutter in eine Zwangsjacke, du armseliger Weiß! Komm her und sag das nochmal! Ich werde dich in den Arsch ficken, Bleichgesicht! Du bist nicht genug Mann, um dich mit mir anzulegen! In meiner Welt überlebst du keine 2 Minuten! Jetzt hast du Angst! Angst wie eine kleine weiße Pussy! Angst vor dem richtigen Mann! Ich f***, dass du mich liebst! Und
genau diese Droge machte ihn richtig aggressiv. So fing Mike Tyson an, vor seinem Face-Off mit Lennox Lewis Reporter in der Crowd zu beleidigen. Und als dann Zeit fürs Face-Off wurde, stürmte Mike Tyson auf Lennox Lewis zu und es brach eine absolute Massenschlägerei aus. Später behauptete Lennox Lewis dann, dass er Bissabdrücke an seiner Hose hatte, da Mike Tyson anscheinend etwas zu wenig gefrühstückt hatte. Mike Tyson rächte sich einst für Muhammad Ali. So versprach er ihm am Telefon, dass er Larry Holmes für ihn ausnocken wird. Da er es einfach nur traurig fand, dass Muhammad Ali gegen Holmes verloren hat, nur weil er zu alt war, und wollte so das gleiche mit ihm machen. So flüsterte ihn Ali, bevor der Kampf begonnen hat, hol ihn für mich in sein Ohr rein. Und Mike Tyson zerstörte nun den alten Hasen in spektakulärer Manier und rächte sich so für Ali. Ich glaube, uns ist allen klar, dass man keinen Stress mit Mike Tyson will. Doch Mitch Green, ein ehemaliger Rivale von Mike Tyson und ein Member der Blood Gang, entschied sich nach einem Clubbesuch, Stress mit Tyson anzufangen. Und dass das nicht so gut für ihn enden wird, war uns, glaube ich, allen klar. So zerlegte Mike Tyson Greens Gesicht und den einzigen Schaden, den Mike Tyson in diesem Kampf genommen hatte, war, dass er seine Hand während diesen ganzen Schlägen, die er austeilte, verletzte. Und ich glaube wirklich, ein Gesicht sagt mehr als 1000 Worte. What happened here? He got better, I think. Kommen wir nun zum wohl krankesten Fakt auf dieser Liste. Und zwar die legendäre Rivalry zwischen Mike und Evander Holyfield. Wo Mike Tyson aus meiner Sicht schon lange aus seiner Prime raus war, aber trotzdem immer noch ein sehr gefährlicher Boxer war. Doch das Krasse an der Rivalry sind nicht die Boxkämpfe, sondern der Move, dass Mike Tyson einfach Evander Holyfield mitten im Kampf das Ohr abgebissen hatte. Was schlussendlich dann auch das Ende von Mike Tysons Karriere einläutete. Und ich frage mich wirklich nach diesem Video, ob Mike Tyson irgendein Fetisch hat, Leute zu beißen. So Freunde, das waren 10 Fakten über Mike Tyson. Schreibt mir auf jeden Fall mal in die Kommentare, welcher von den Fakten euch am meisten schockiert habt oder welchen Fakt ihr gar nicht kanntet. Und vergesst nicht, ein Like und ein Abo auf diesem Kanal dazulassen. Denn mehr als 80% von euch haben das noch nicht gemacht und es würde mich auf jeden Fall sehr bei meiner Arbeit hier unterstützen. Und wenn ihr eure Ehre nochmal auf ein ganz anderes Niveau bringen wollt, checkt auch hier oben mal meine anderen 10 Fakten-Videos ab. Okay Freunde, das reicht dann aber auch. Ich wünsche euch allen noch einen richtig schönen Tag und wir sehen uns wie immer in alter Frische bei einem neuen Video wieder. Haut rein, Freunde, und should Mike Tyson, if he identifies as a female, should he be allowed to box? The short answer is yes. Nur eine Boxerin stand noch zwischen mir und dem Weltmeisterschaftsgürtel. Die Tasse hast du weg, die kann gar nicht.